deines Wissen. XRP, du bist ein Witz. XRP, wirst nie performen. XRP, oh XRP, spätestens Ende 2024 wirst du dich wie Phönix aus der Asche heben und es allen zeigen. XRP, to the moon. XRP, du machst uns reich. XRP, XRP, XRP. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Einen wunderschönen wünsche ich euch. Was war das denn für eine Scheiße heute, ne? Also ganz ehrlich, der Markt, der hat sich ja so ein bisschen aufgerappelt heute Morgen. Ne? Da dachte ich schon, okay, da könnte was werden. Mittags ging es auch noch. Und dann kurz vor drei, zack, alles wieder runter. Ne? Also ganz ehrlich, da sieht man wieder, der Markt wird gesteuert. Ne? Natürlich ist es nicht so, der ein dezentraler Markt, der zentral gesteuert wird, das gibt's ja nicht. Ne? Wir haben nur die Kryptowelt dafür als Beweis. Aber es war schon echt geil, muss ich sagen. Und ja, mein Gott, jetzt ist es wieder ein bisschen runtergegangen und scheiß drauf. September ist sowieso immer ein Kackmonat gewesen, warten wir mal ab. Es könnte sich natürlich ändern, falls wirklich der Zinssatz gesenkt wird in den USA, dass es ein positives Signal gibt. Aber ich warte lieber auf den Oktober. Ne? Ich warte ab, was im September noch an geilen News kommt, aber kurstechnisch erwarte ich eigentlich gar nichts. Ne? Da bin ich ganz entspannt und sage, komm, macht, was ihr wollt. Ich warte lieber auf den Oktober, der war immer positiv und der war oft auch der Start vom Bullenmarkt und von daher schauen wir mal, was dann kommt. Ne? Aber wir haben jetzt erstmal September. So, enttäuscht bin ich natürlich nicht und mein Gott, ja, es geht wieder ein bisschen runter. Oh mein Gott, ja, wir verlieren alle unser Geld, ich weiß. Besonders grüßt Gott an die Hater natürlich von YouTube, ne, die mir immer sehr intelligente und super Kommentare geben. Da fasse ich mir nur an den Kopf, aber macht mal weiter, das spornt mich mehr an und ich finde das geil. Ne? Da habe ich wenigstens etwas zum Lachen auf der Arbeit. So, Binance verbrennt 1,2 Milliarden Luna Classic und stärkt damit den Optimismus der Terra Classic Community. Genau das ist der Grund, warum ich bei Luna Classic drin bin, weil Binance immer und immer wieder verbrennt. Und natürlich, Luna Classic ist natürlich ein Scam-Projekt, muss man ganz klipp und klar ja sagen, an die Hater, ne, an die ganz intelligenten Menschen. Deswegen verbrennt Binance auch tatsächlich immer wieder Geld, ne, weil das ist ein großer Konzern, das wissen wir alle, ne, das ist die Nummer 1 der Kryptobörsen nach Handelsvolumen. Und die verbrennen gerne ihr Geld, ne, weil brauchen sie nicht. Wofür braucht man denn Geld? Also die nicht. Binance hatte satte 1,2 Milliarden Luna Classic Token verbrannt. Binance verbrennt nur 2 Token, Luna Classic und BNB. BNB ist klar, das ist ihr eigener. Luna Classic offiziell noch nicht. Luna Classic stieg in den letzten 24 Stunden um 4,6%. Naja gut, das ist auch wieder weg. Aber da sehe ich immer wieder, ne, Leute, wenn Luna Classic ein Scam wäre, dann würde Binance nicht immer wieder Geld verbrennen für die. Und ganz ehrlich, die Technologie, die dahinter steckt, diese versuchen zu entwickeln, wieder aufleben zu lassen, die wird natürlich im BNB irgendwann integriert, weil sie das brauchen, gerade Web3, KI-Technologie, das ist alles in Luna Classic drin. Aber ihr wisst ja, das ist ein Scam-Projekt und deswegen wird es ja auch verbrannt, ne? Brauchen wir nicht. Alchemypay und E.ON schließen Partnerschaft zur Förderung des globalen Kryptozahlungsverkehrs. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Kryptozahlungsbranche zu verbessern, indem die Expertise von Alchemypay im Bereich Kryptozahlungen mit der fortschrittlichen Zahlungsinfrastruktur und dem innovativen Protokoll von E.ON kombiniert wird, um eine effizientere, sichere und benutzerfreundliche Zahlungsökosystem zu schaffen. Also ich fresse einen Besen, wenn Alchemypay echt nicht Minimum 50 Cent im Bullenmarkt erreichen wird. Nein, fast täglich, gut, letzte Woche war ein bisschen arm, aber ansonsten fast täglich kommt bei Alchemypay immer und immer wieder geile neue Kombinationen mit neuen Partnerschaften. Ne? Also Wahnsinn. Japanische Anleger verlangen Krypto-Steuersenkung von 55 auf 20%. Verstehe ich gar nicht, wieso. Ich meine, 55% ist doch schön vom Gewinn, oder? Ja, die sind da drüben wirklich voll am A, ne? Das ist wirklich brutal. Japanische Finanzbehörde erwägt einen einheitlichen Steuersatz von 20% auf Gewinne, die mit Kryptoanlagen erzielt werden. Bisher sind es bis zu 55%. Japanische Großanleger wie Metaplanet erhöhen ihre Bitcoin-Engagement, da sie Bitcoin als einzig
wirksame Absicherung gegen Inflation sehen. Naja, gut, ne, das ja, kann man so sehen, aber es ist auch nur, wenn er natürlich einen schönen Aufstieg immer noch hat. Ne? Wenn er jetzt in den Bärenmarkt kommt, gut, man weiß jetzt nicht, weil ja natürlich die ETFs gestartet sind mit den Finanzinstituten dahinter, wie er jetzt im Bärenmarkt genau reagieren wird. Aber schauen wir mal, ne? Die Steuerreform soll 2025 kommen. Ist natürlich auch ein Happen, ne? 55% finde ich schon schlimm. Laut CNF kooperiert Ripple mit über 50 japanischen Institutionen, um eine neue Zahlungsinfrastruktur zu schaffen, die die DLT nutzt. Die vielen Vereinbarungen zeigen das wachsende institutionelle Interesse Japans an Blockchain und anderen digitalen Assets. Naja, man muss aber bedenken, das Finanzsystem, was Japan hat, das Zahlungsinfrastruktur, was Japan hat, ist am Ende. Ne? Das ist wirklich scheiße. Ganz ehrlich, wer da nicht jetzt auf X-Rapid schon, der X-Current schon umgestiegen ist bei Japan, tut mir leid, dann haben sie Riesenkosten mit dem alten Finanzzahlungsinstrument, was sie haben. Ne? Aber nichtdestotrotz, ihr wisst, Japan, Ripple, SBI Holdings, was wollen wir mehr? Ne? So, XRP-Community wirft Blick auf Katars neue Framework für digitale Vermögenswerte. Eine einmalige Gelegenheit für Ripple. Katar hat einen regulatorischen Rahmen eingeführt, um den Betrieb von Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte zu steuern und die Innovation in seinem Finanzsektor zu fördern. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass im Katar ein Beraterunternehmen war, was die Regulierungsfortschritte mit natürlich, ich sag mal, gebacken hat, ne, geformt hat. Dieses Beraterunternehmen kommt aus den USA. Natürlich Ripple war da mit bei. Diese regulatorische Klarheit könnte nach Absicht von Analysten das Wachstum von Kryptos fördern, insbesondere von Ripple, das eine langfristige Beziehung von Qatar National Bank unterhält. Nein, nein, um Gottes Willen, das ist ja Blasphemie, nur seit 2021. Von daher warten wir natürlich ab, was sie daraus machen. Es ist natürlich geil. Ne? Die Einführung des digitalen Asset Frameworks 24 unterstreicht unser Engagement für die Schaffung eines robusten Regulierungssystems, das sich an internationale Best Practices orientiert. Wir sind stolz darauf, eine Blaupause für die Entwicklung, Anwendung und den Betrieb digitaler Assets zu schaffen, die das Vertrauen des Marktes fördern. Wir gehen davon aus, dass diese regulatorische Klarheit sowohl national als auch internationale Akteure anziehen und die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzdienstleistungssektors in Katar stärken wird. Man muss dazu sagen, genau das ist das, was das ODL, das Ripple Payment System, genau braucht. Regulierung. So, durch die Einführung eines umfassenden und robusten Rahmens für die Regulierung digitaler Vermögenswerte legen wir den Grundstein für die Entwicklung eines florierenden und innovativen Finanzdienstleistungssektors, der die Chance neuer Technologie und aufstrebende Märkte nutzen kann. Man muss noch eins bedenken, in Katar, was ist Katar, warum ist Katar so extrem wichtig? Da werden die Ölgeschäfte abgewickelt, da läuft das Geld des Öls über Katar. Und wer natürlich dann eine, ja, sagen wir es mal, eine Blockchain verwendet, die schnell ist, die effizient ist, sicher ist und sehr, sehr kostengünstig für Geldtransfers, wäre ein kleiner Schub, ne? Für einen Kurs vielleicht von so einem bekloppten Kryptowährung. So, Ripple könnte größter Gewinner sein. Natürlich wegen 2021, wegen der Bank natürlich. Ne? Wir freuen uns, eine strategische Partnerschaft der Qatar National Bank von 2021 zu sein. Der Innovation im Bankwesen und in der Fintech-Branche zusammenbringt, um das grenzüberschreitende Zahlungserlebnis zu verbessern und letztendlich die Überweisungsservice von QNB auf RippleNet auf weitere Märkte auszuweiten. Sie verwenden zurzeit Xcoin, das ist klar, Xcoin 4.0, und sobald natürlich Ripple Payments gestartet wird, brauchen sie nur einen Knopf drücken und schwuppdiwupp benutzen sie oder können sie dann Ripple Payments auch benutzen. So, Ripple XRP Ledger führt neue Layer 1-Funktionen für NFTs, AMMs und DEX ein. Mit dem Start der Korea Blockchain Week hat das Blockchain-Startup, geil, das ist ein Startup, ne? Nicht Riese, sondern Startup Ripple, einige wichtige Entwicklungen in Bezug auf die Verbesserung der Kryptoinfrastruktur angekündigt und damit die institutionelle Einführung seiner Blockchain vorangetrieben.
Die Ankündigung zeigte, dass Smart Contract bald in der XRP Ledger Mainnet kommen werden, wodurch neue Funktionen für Layer 1 für NFTs, AMMs und dezentralen Börsen freigeschaltet werden. Ja, das Problem ist, ich habe jetzt schon mitgekriegt, das soll tatsächlich erst 2025 kommen. Ripple bringt Smart Contract in den XRP-Ledger. Die Blockchain-Unternehmen versucht mit der Einführung nativer Smart Contract in XRP-Ledger Mainnet wichtige Verbesserungen des Netzwerks Programmierbarkeit vorzunehmen. Des Weiteren ist auch geplant, in den kommenden Monaten die XRP-Ledger EVM Sidechain einzuführen. Leider soll das alles erst 2025 kommen. Das heißt im Endeffekt für uns, wir können uns zurücklehnen 24 und darauf gucken, was der Kurs macht bei XRP, sage ich euch ganz ehrlich, wegen dem Bullenmarkt. Wegen Verwendung. Wenn das erst 25 kommt, dann war es das. Na, dann brauchen wir nicht 24 noch glauben, dass die Verwendung kommt. Und dann ja, schauen wir mal, was der Bullenmarkt bringt bis Dezember. Ne? Aber nichtsdestotrotz, es wird kommen, das ist ganz klar. Und es ist ja auch wichtig, gerade für den Stablecoin, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und warten wir mal ab. Wichtige Partnerschaft in KI und Metaverse. Das ist mega, Leute. Ich weiß, ich darf dieses Wort mega nicht sagen. Dann kommen die Hater auf YouTube wieder. Ich grüße euch übrigens. Ne? Macht ruhig weiter euren Schwachsinn bei mir. Am Montag, den 2. September, kündigte Ripple seine Partnerschaft mit dem KI und Metaverse-Technologieunternehmen Future Evers an, um Ripple Custody zu integrieren und seine digitalen Assets sicher zu speichern mit seiner proprietären Otto, ich nenne die jetzt mal Otto Blockchain, auch wenn er Apostroph ist, ich weiß nicht, wie man das sonst ausspricht, Otto Blockchain, wird Future Evers eine sichere und konforme Know Your Customer KYC Verifizierung anbieten und Zugang zu dezentralen Finanzen DeFi zu erhalten. Future Evers wird Ripple Custody nutzen, um den sicheren Empfang und die Speicherung von Kryptowährungen vor der Prägung auf der Otto-Blockchain zu gewährleisten. Der Kryptoverwahrungsmarkt wird wahrscheinlich auf 10 Billionen US-Dollar anwachsen. Das Blockchain-Startup strebt einen wichtigen Anteil daran an. Jeffrey McDonald, Gründer von Otto-Blockchain, sagt, die Integration von Ripple Custody wird durch branchenführende Sicherheitsfunktionen und Fähigkeiten vorangetrieben, die die Sicherheit der digitalen Vermögenswerte unserer Kunden erhöhen. Unsere langjährige Beziehung zu Ripple zusammen mit ihren branchenführenden Produktfunktionen macht Ripple Custody zur idealen Lösung, da wir weiterhin im Bereich der KI und Metaverse-Technologie aufbauen. Mega, Leute. Das ist einfach nur mega. Jetzt guckt natürlich der ein oder andere besonders auf YouTube wieder. Ich muss das immer wieder erwähnen, weil da habe ich die größten Honkies wieder auf den Kurs. Und ja, was bringt das denn? Ne? Das ist alles Vorbereitung, ihr Vollhorns. Mehr ist das nicht. Aber ihr wisst, was dann alles kommt. Lassen wir jetzt Smart Contract, lassen wir EVM Sidechain starten, lassen wir den Stablecoin starten im DeFi-Bereich. Was glaubt ihr, was das für ein Schmutz alles bringen wird? Aber ich habe ja keine Ahnung, weil andere sagen, oh, XRP in 5 Jahren wird 1,50 Dollar erreichen. Wie hohl ist das denn? Selbst bei der Klage, letztes Mal haben wir noch über 1,50 Dollar noch geschafft und jetzt kommt man und sagt von wegen, oh, in 5 Jahren wird XRP 1,50 Dollar schaffen. Ist klar, Leute. Ganz ehrlich, wer an sowas denkt, verkauft lieber XRP, weil das ist von jetzigem Stand bis dahin lächerlich an Prozenten und da würde ich dann lieber in ein anderes Projekt investieren als in XRP. Aber damit wünsche ich allen noch einen guten Tag. So, meine Lieben, ich bin fertig. Gucken wir mal, was die anderen gemacht haben. Ich bedanke mich an 103 Zuschauern. Vielen, vielen Dank. Ihr merkt, meine Tonart wird ein bisschen schroffer langsam bei dem Schwachsinn, den ich mir täglich ausgesetzt bin. Irgendwann brülle ich auch nur noch. Aber dann mache ich einen Livestream nur auf YouTube. Und dann verlange ich nur die Hater da rein. Ne? Die ganzen tollen, intelligenten Menschen. Das garantiere ich. So, XRP-Erkunden, Namen zusammen, XRP Night Rider, hallo Gallia, hallo Druide, MC und Gruß an die XRP-Hater, Acker, die Römer. Hey, hallo? Weißt schon, woher ich komme, ne? Mr. Crypto, hallo MC und alle XRP-Fanatiker. Lucky, hallo Leute. Big Tony, guten Abend euch allen. XRP-Heiko, das habe ich schon vorhin gesehen.
Ja, das brauchen wir ja nicht, weil das habe ich ja schon gemacht mit Binance, ne? Sanremo, Sonnengrüße von Ende. Grüß dich, Remo. Serafino, hallo ihr. XRP Heiko, da haben wir vielleicht was. Mit Shiba. Shiba bringe ich nicht. Shiba Burn steigt auf 2600%. Doch ein Erfolg ist am Kurs nicht erkennbar. Seht ihr, das ist das Geile, ne? Es ist scheißegal, was für News kommen. Es ist einfach scheißegal. Der Markt bewegt sich deswegen nicht. Alleine wegen so einer News müsste der Coin eigentlich um 5% hochhüpfen. Shiba Inu verbrennt seit Wochen Millionen um Millionen Token, ohne dass ein nennenswerter Kursanstieg zu verzeichnen wäre. Anstehende Shiba-System-Updates können die Nachfrage ankurbeln und für Gewinne sorgen. Nein, auch nicht. Das entscheidet jetzt im Moment noch nur noch Bitcoin. Es ist einfach so. Von daher, es ist alles schön und gut, ne? Bei Shiba, bei XRP, bei allem. Das ist scheißegal. Bitcoin ist im Moment nur der den Kurs bestimmt. Hans-Josef, moin. Emhan, hallo alle zusammen. Krypto-Gärtner, moin. Sanremo, nur zuhören, kein Problem. Ottoran, moin in die Runde. 1001, hello MC in Chat. BDD, guten Abend in die Runde. Anton XRP, moin. Bobo, hallo zusammen. Hans-Josef, schönen Stream an alle. Wir lieben MC, einen wunderschönen guten Abend alle zusammen. MC, wie geht's dir heute? Es ist so warm für mich, ne? Ich schwitze wie ein Schwein. Aber es liegt vielleicht auch daran, weil ich ein bisschen übergewichtig bin. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ich hoffe, euch allen geht's natürlich gut, ne? Armageddon, hallo zusammen. Mr. Crypto, geht nicht an mich. Cinnamon, guten Abend, MC und XRP-Freunde. Kirch, hallo, MC, Grüße an alle. Mr. Crypto, jetzt geht's los. Da habe ich heute zum Beispiel gar nicht geguckt, ne, bei Ledger Insight. Aber, wie du siehst, dauert das auch mal wieder ein bisschen. Oh, hätte ich mal gucken müssen, wa? ASBC, Stan Chart und Bank of China. Aktienpläne für einen tokenisierten Einzelhandel Sandbox in Hongkong. Ich möchte nicht sagen, ne? Aber genau diese beiden oder diese drei eher gesagt sind mit Ripple verbunden. Aber hey, Tokenisierung, XRP Ledger wird ja nie kommen, ne? Weil die machen ja nur grenzüberschreitende Zahlungen, wie man mir das jahrelang versucht einzuprügeln. Letzte Woche berichteten wir, dass die Hongkong Monetary Authority ihr Projekt Ensemble Sandbox gestartet hat. Der Hauptzweck besteht darin, eine digitale Zentralbankwährung als Abwicklungsinstrument für tokenisierte Einlagen zu testen. Darüber hinaus werden in verschiedenen Tokenisierungsversuchen tokenisierte Einlagen für die Abrechnung verwendet. Einige der vier an der Versuchen beteiligten Banken, HSBC, die Hang Seng Bank im Besitz von HSBC, Standard Chartered Hong Kong und Bank of China, führten im Rahmen des Einrichtungsprozesses für die Sandbox-Tests durch. Sie teilten die Details mit. Ja, aber was soll ich dazu sagen? Alle sind leider mit Ripple-Technologie versorgt. Ne? Also, und wie gesagt, ne, also Ripple und HSBC und Co. und Tokenisierung und so, um Gottes Willen, ne, wird ja nie passieren. Aber tut mir leid, da sind sie voll im Gange. Big Tony, na MC, wie geht es dir denn heute? Ja, ich schwitze wie ein Schwein, mein Freund. Wonder Normal. Ich habe mir mal alte Krypto-Videos von September 23 angeschaut. Fast alle waren sich damals einig, dass die Narrativ für das nächsten Monate AI, Render, Tau, Fetch, Nair, Layer 2, Polygon, Arbitrum, Optimus, Tokenis, EVA, Ondo, Hedera, Chainlink und Gaming, Immutable, Nakamoto, Gala, Illuvium sein werden. Während AI halbwegs die Erwartung erfüllen konnte, hat vor allem Gaming komplett enttäuscht die letzten 6 Monate. Sind die Projekte dort einfach zu schlecht? Ich würde eher sagen, die haben zu wenig Werbung gemacht in der Kryptowelt, dass die Leute darauf aufmerksam geworden sind. Ne? Gala, bei Gala würde ich aufpassen. Ne? Da würde ich jetzt nicht schlecht nennen oder so. Der wird noch kommen im Bullenmarkt, das denke ich schon. Die anderen beiden, keine Ahnung. Primus, moin. Mr. Crypto, yes, baby. Ne? Wieso? Geht der einer ab? So. Daniato, guten Abend an alle Hardcore-Holder. Mr. Crypto, OOMC, das mit Luna Classic hatten wir gestern schon. Schande. Nein. Das hatten wir nicht gestern. Hatten wir es wirklich gestern mit 1,2 Milliarden von dir? War das wirklich schon so? Ich weiß es nicht mehr. Analyst prognostiziert 23.500% Anstieg für Jasmine. Okay, ich bringe solche Dinge eigentlich nicht, weil ich finde das schwachsinnig. Aber okay.
Analyst Javon Marks prognostizierte, dass JSMI bald einen massiven Kursanstieg von 23.500% erleben könnte. Der Ausbruch von JSMI und die RSI-Divergenz deuten auf das Potenzial für eine enorme große Aufwärtsbewegung hin. Okay, dann hoffe ich natürlich, dass hier richtig dreckig abgeht. Ziel von 4,47 Dollar oder was soll das sein? Ist das ehrgeizige Ziel von 4,47 Dollar? JSMI ist bei, okay. Ja, warum nicht? Ach, das ist noch unter einer Milliarde Marktkapitalisierung. JSMI strebt eine Zukunft an, in der Geräte und Menschen miteinander verbunden sind und sicher und bequeme Daten miteinander austauschen können. Die meisten Daten stammen von IoT-Geräten. Komisch, da ist IOTA, ne? Da sieht man wieder. Ich hätte IOTA mal richtig losgelegt, wäre IOTA die Nummer 1 in dem Bereich. Unser Hauptziel ist es, Daten sicher und wertvoll zu machen, indem wir diese Daten mit Personen verknüpfen. Aha, okay. Ja, dann hoffe ich natürlich, dass ihr diesen kleinen Kursanstieg auch kriegt, ne? Buhax, abonniert mit Prime. Dankeschön, zum 13. Mal schon. Grüß dich, MC und Gemeinde. Startrampe, guten Abend, MC und alle im Stream. Werde wahrscheinlich nur zuhören. Mich hat am ersten Tag zu Hause eine Sommergrippe erwischt. Ach du Scheiße, ja, der Quatsch geht ja auch rum. Ne? Aber das passt wieder zu dir. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Ne? Aber du hast so viel Glück, wie ich das in der ganzen Zeit mitkriege. Wundern tut es mich eigentlich nicht, aber trotzdem gute Besserung. Ne? 1001, MC, wie wird der Preis von XRP? Wie wird der Preis von XRP? Der wird goldig, ne? Der wird richtig goldig. Da mache ich mir keine Sorgen. XRP ist ein Selbstläufer. Johannes, Hallöchen in die weite XRP-Welt. Bitte weiter nach unten manipulieren bis am Freitag. Dann ist er für mich auch so okay. Aber dann soll es steigen. Möchte dann nicht mehr weiter Dips einkaufen. Allen einen schönen Abend. Daniato, kann nur zuhören heute. Macht auch nichts. Mr. Crypto hier von Jack. Oh, nicht Jack the Ripper. Gewagte Prognose. XRP Marktkapitalisierung soll in 2 Jahren 22 Billionen Dollar erreichen. Okay. Ist machbar, aber nur mit der Verwendung. Ganz klipp und klar. Nur mit der Verwendung. Ein Analyst sagt voraus, dass die Marktkapitalisierung von XRP innerhalb von 2 Jahren auf über 22 Billionen US-Dollar steigen könnte. Die Marktkapitalisierung der gesamten Kryptobranche liegt bei derzeit 2,07 Billionen. Sie müsste sich also allein durch XRP-Wachstum mehr als verzehnfachen. Jack the Ripper. Er ist auch tatsächlich schon als Analyst, Kryptoanalyst tätig. Ja, okay. Gute Nacht, sage ich. Ne? Nicht mit Pump. Also ganz ehrlich, wenn mit Pump kommt, nein. Mr. Crypto, Cointelegraph. Krypto-Plattform nimmt UK-Registrierung nach 10-monatiger Pause wieder auf. Nexo nimmt die Registrierung neuer Nutzer in Großbritannien nach einer 10-monatigen Pause wieder auf. Okay, sie soll sicherstellen, dass die Nutzer, die mit Kryptowährung und den von uns angebotenen Produkten verbundenen Risiken vollständig verstehen, bevor sie sich auf unsere Plattform engagieren. Dazu gehören eine obligatorische, ausführliche Risikowarnung, die Nutzer lesen müssen, eine Bedenkzeit und auf die FCA abgestimmte Bewertung. Nexo, war das nicht so ein kleines Scam-Projekt, sage ich mal, wo du da Geld reingesteckt hast und die haben für dich getradet oder so ein Scheiß? Ich weiß es schon nicht mehr, ne? Aber Nexo kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Ich glaube, da war auch mal ein kleiner Skandal, oder nicht? Sag mal, danke für den Link, MC. Ich habe entschieden, ich gehe mit dem Kahn unter. Na gut. Big Tony, Hater, scheiß XRP, so ein Rotz, steigt nicht direkt 100.000 oder 10.000%. Ich verkaufe. Ich denke dann geil, mehr zu kaufen. Günstige Kurse, aber langsam reicht es. Kann gern hochgehen, gerne auch über Nacht. Moon, egal. Wie, Hauptsache langsam mal hoch. Aber das erwarten wir auch noch. Ja, hundertprozentig. Da mache ich mir auch keine Sorgen. Im Endeffekt ist mir egal, wie der Kryptomarkt allgemein im Moment, ob der steigt oder sinkt. Ne? Im Moment sind wir der Spielball von Bitcoin. Und wenn Bitcoin sagt nein, dann ist es eben noch so. Und wie gesagt, laut Statistik, die ganzen Jahre, auch im Bullenmarkt war der September eigentlich immer scheiße. Ne? Meine Hoffnung ist tatsächlich wegen der Zinssenkung der FED, dass Bitcoin dadurch einen kleinen Schub kriegt. Ne? Dann sage ich, ist okay. Könnte der
September vielleicht noch im grünen Bereich beenden. Aber ansonsten, ich glaube, wir werden jeden Tag jetzt diesen Quatsch sehen. Zwischendurch werden wir natürlich auch grüne Tage sehen, aber mehr rote Tage noch im September. 1001, ich bin schon verzweifelt. Ich kann nicht jeden Tag XRP kaufen. Ja, ich kenne das. Deswegen, ich lasse es einfach erstmal. Ich warte, ich warte. Ich habe diese Woche noch nicht gekauft, aber kommt noch. Mr. Crypto. Ukraine plant Kryptosteuer zur Rettung. Oh nee, komm, da brauche ich nicht lesen. Das interessiert mich auch nicht. Das sind, nee, das ist ein ganz anderes Thema, auch wenn es um die Kryptowelt geht. Ich verstehe das. Aber zur Rettung der Wirtschaft, wieso? Da haben sie doch Deutschland für. Sorry, aber muss mal sein. XRP Rocket. Hallo MC. Heute ist die Coinbase-Karte gekommen. Ich habe für $10 Gar draufgepackt zum Testen und 5 Euro, 10 Euro und 5 Euro bei der Sparkasse abgebucht. Und für 4,50 Euro einkaufen gewesen. Okay. Was ist das denn? Foto. Coinbase-Karte. Ja, dann musst du mir doch nicht extra zeigen. Ist okay. Ich glaub's dir ja. Aber wenn, dann würde ich es, glaube ich, mit einem Stablecoin machen. XRP Rocket. Einkaufen ist das gleiche, wie wenn man die Kryptos verkaufen. Steuerlich ist, solange man unter 1000 Euro vom Gewinn pro Jahr einkaufen geht, bleibt es steuerfrei. Ja gut, aber das Problem ist ja, wenn du jetzt zum Beispiel, ich sag mal, du hast da zum Beispiel 10 XRP drauf, ne? Und der Kurs geht dummerweise dann auf 1000 Dollar. Dann hast du 10.000 Dollar XRP so gesehen. Und dann gehst du damit shoppen, ne? Weil du sagst, ey geil, ich habe jetzt hier schön 10.000 Dollar auf meiner Karte oder Euro. Dann hast du die Arschkarte, ne? Deswegen, also das ist so ein Ding, wo ich sage, okay, aber das könnte man gut mit Stablecoins machen. Ne? Da muss man natürlich einen aussuchen, der nicht so hohe Gasgebühren hat, ne? Wir lieben MC, hab heute etwas recherchiert. Im Verhältnis, was wir investieren müssten an Fiat-Geld und wie die Prognose zu Veracity sind, könnte man da echt das höchste Potenzial rausholen. Für knapp 2.200 Euro kriegt man gut 1 Million Coins. Das wäre ja echt gigantisch, wenn er auf nur 50 Cent erreichen würde. Denkst du wirklich, dass das geht, Meister? Ich sag es mal so, ich habe nicht umsonst ein bisschen Geld in Veracity gesteckt, weil ich sage, das Projekt bringt mir nur 5 oder 10 Cent. Was ich denke, ist eine andere Sache. Was ihr daraus macht, ist natürlich eure Sache. Und ich möchte keinen verleiten, dass er jetzt auf einmal jetzt, weil er keine Veracity hat, 2.200 Euro reinballert, damit er 1 Million Stück hat, ne? Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass er 30 Cent auf jeden Fall knackt. 50 wäre ein Träumchen, 1 Dollar wäre bombastisch. Was daraus wird, wie der Markt entscheidet, das werden wir sehen im Bullenmarkt. Tribun, grüß dich MC und der Rest der Truppe. Central Cyber Network. Achso, gehen hier mich. XRP Rocket. Ich habe mich verschrieben. Ich meinte 10 Dollar. H-Bar habe ich draufgepackt auf die Karte. Okay. Ja, aber nimm mal an, jetzt H-Bar geht auf 10, auf 1000 Dollar. Dann hast du die Arschkarte, ne? Weil dann müsstest du ja schön bezahlen. Mr. Crypto ist auch wieder alt und in neu gesprochen, oder? Ach du Schande, ich glaube, ich weiß schon, was das ist. XRP auf Swift von über 11.000 Banken getestet. Crypto Barbie, ja, ich hab's gewusst. Ja, das haben hier XRP Deutschland schon gebracht und da habe ich nur mit dem Kopf geschüttelt. Ne? Ja, das ist alt, das ist nichts Neues. Das ist aus 2019 oder 2020. Das ist wirklich nichts Neues. Deswegen sage ich ja, ne, der XRP Ledger ist schon integriert bei Swift, weil das haben sie tatsächlich getestet und das ist nichts Neues. Natürlich ist das eine Bomben-News für einige. Für mich, sage ich mal ganz ehrlich, es ist alt, warum sollte ich das bringen, ne? Tim, so, jetzt noch 6-7 Wochen und dann Rakete. Passiert im Oktober nichts, werde ich richtig frech. Und da freue ich mich drauf, aber ich denke schon, dass im Oktober was passiert. Entweder geht's hoch oder es geht runter, ne? Also etwas wird passieren. Nein, da muss man sich keine Sorgen machen. Also ich gehe davon aus, dass der gesamte Markt natürlich im Oktober sich dreht und dann Richtung Norden endlich mehr geht. Mr. Crypto, alles Scam, hundertprozentig. Muss ja auch sein.
Taucher, Grüße an die XRP-Bande und MC. Ich habe heute schon wieder XRP gekauft. Das ist schlimm mit der Sucht, ne? Ich kenne das. Mr. Crypto, DED oder Date sind jetzt 19. Lach. Stimmt, da hat sich ja auch was verändert. Das hat man mir ja auch schon geschickt. Oh, ich habe das ganz vergessen. Ne, es geht weiter hier. Es geht weiter, meine Damen und Herren. Hier auch, ne? Es wird langsam, es wird langsam. Wie gesagt, bis zur Swell haben sie ja noch die Chance. Ne? Also bis Ende September müssen sie fertig sein, dann kommt die Abstimmung und bang, genau zur Swell. Oh, wir haben die Systeme mal draufgeknallt, ne? Serafino, wäre extrem schade, wenn es dieses Jahr nicht losgeht. Ja, es kommt drauf an, ne? Es ist leider so. Wir müssen auf die Entwicklung warten und wir müssen natürlich darauf warten, was der Big Player, sprich der Obermacker Ripple natürlich macht. Ne? Das ist leider sehr, sehr kacke. Mr. Crypto, einfach Otto-Blockchain, lull. Da steht Otto mit dem Apostroph. Ich weiß nicht, wie man das sonst ausspricht. Also Otto. 1001, Trump wird uns den Treibstoff für den Flug zum Mond geben. Das könnte tatsächlich passieren. Das möchte ich nicht abstreiten. Aber dazu muss er natürlich erstmal Mr. President wieder werden. Big Tony, naja, MC, so kalt lassen dich die Vollhonks ja nicht. Du regst dich doch darüber auf. Warte doch einfach bis 28 und zeig ihnen allen den Mittelfinger. Ja, weil ich da wirklich schon penetrant genervt werde einfach, ne? Das ist schon nicht nur auf YouTube, auch auf X werde ich genervt damit langsam. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wir werden uns wiedersehen alle, ne? Mr. Crypto, yes, endlich wird er aggressiv. Oh, wenn du mich aggressiv sehen möchtest, dann flitzt du lieber. Olli, Gruß in die XRP-Echo-Kammer vom Kriegsboden. Mr. Crypto, ja, Castelli. Hi, Marcello, sogar der Gunnar Schuster hat heute ein Video über XRP gebracht. Wer ist denn Gunnar Schuster? Kenne ich nicht. XRP Night Riddler. Ja, erst 26 Rakete bei XRP. Bis dahin nur Pump und Dump. Spielchen tut mir leid, aber das deutet immer darauf hin. Klar, ein paar Dollar, aber hohe Kurse wird erst bis 26 nicht geben. Okay, wo ist eigentlich Weltglück? Ach, da ist er ja. Ich dachte schon, der ist nicht da. Quick Servus MC, der vierte Quartal wird dreckig. Da gehe ich auch von aus. Sag mal, wer? Hä? XRP Night Riddler. Nee, Ahok. Guten Abend MC und Scamjäger. Yes, Baby, du hast es auch erkannt. Sehr gut. XRP Night Riddler. Finde ich persönlich auch schade, dass es braucht einen riesigen Umschwung in der Finanzwelt. Ja. Big Tony, Gucci, Gucci, Gu, XRP ist doof. Der wird nie steigen. Die Mimi-Coins sind viel besser. Du weißt doch gar nicht, wie der Bullrun abkackt. Na, aggressiv? Schrei es aus dir raus. Nein. Ich gönne ja auch jedem, der in dem Schmutzbereich Gewinne macht, ne? Um Gottes Willen. Nur weil ich da nicht einsteige, weil mir es so riskant ist, okay. Big MC, hab mal eine Frage. David Schwarz hat mal gesagt, dass der XRP-Kurs bei 1000 Dollar sein, dass das System laufen tut. Und was ist, wenn mehr Transaktionen läuft, wird der Preis von Ripple gemacht oder Angebot und Nachfrage generiert? Also, es ist gut läuft. Also, es ist tatsächlich so, dass der XRP-Kurs 1000 Dollar sein müsste, wenn global gestartet wird, weil sonst sind zu wenig XRPs wegen dem Kurs natürlich auf dem Markt, um global alle Banken damit zu bedienen. Und Angebot und Nachfrage ist immer noch der Preistreiber. Aniato, jetzt muss ich doch was sagen. Wegen Schwitzen. Hast du keine Ventilator? Ja, ich habe einen Ventilator. Und da gibt es ein anderes Problem. Wenn ich kühl werde an einigen Stellen, müsste ich auf Klo flitzen. Das ist bei mir so. Und dann bin ich mehr auf dem Klo, obwohl ich kann das ganze Equipment ja auf dem Klo aufbauen das nächste Mal. Taucher, in Teneriffa baue ich dir MC2 XRP eine Klimaanlage ein, damit du dort nicht schwitzt wie ein Schwein. Nee, das brauche ich nicht, weil in Teneriffa liegt am Meer ja, wissen wir ja, ne, ist ja eine Insel, ist ja klar, dass es am Meer liegt. Und da gibt es ja sicherlich auch immer wieder schönes Lüftchen, ne? Remmer, Gala ist immer gut. Tokenisiertes Lifestyle-Magazin. Big Tony in Teneriffa, jeder von uns ein XRP und zack, bauen wir ein Schloss aus Eis. Big Tony, ja, von mir auch. Big Tony, ist eigentlich irgendwas dran am Start von Kryptohandel in Russland oder habe ich mich da in Schlagzeilen lesen versaut? Nein, es ist wirklich was dran. Die wollen dieses Jahr noch starten damit.
Johannes, gute Besserung bei dir. Die Sommergrippe und bei mir hat sich der Schwindel wieder gemeldet. Zum Glück nicht so stark. Gute Besserung, Startrampe und alle, die irgendwas haben. Dann auch gute Besserung an dich, Johannes, natürlich, ne? Mein Mann, Mann, du. Tremmer, gute Besserung, Rolf. Gute Besserung, Johannes. Olli. Hi. Marcello, $6 bis Ende des Jahres oder höher oder niedriger? Oder wie geht es jetzt hier weiter? Langsam verzweifle ich. Du verzweifelst langsam, ja, dann hast du selber Schuld. Man braucht nicht verzweifeln. Nein, das $6 schaffst du nicht mit Pump jetzt dieses Jahr. Ne, nächstes Jahr könnte es passieren, ganz gut, mit Bitcoin natürlich in Führungsetage, sage ich mal, in Führungsebene, aber nicht dieses Jahr. Mr. Crypto, ja, so nervig, dass sie echt die ganze Zeit alte News einfach auffrischen und als neu verkaufen. Ja. Ich meine, es ist im Endeffekt ja auch nicht so verkehrt, weil gerade Leute, die noch nicht so lange da drin sind, gut, die denken dann, das ist natürlich neu. Aber es ist halt alt, aber dann wissen sie schon mal, was in der Vergangenheit passiert ist, ne? Auch wenn sie denken, oh, das ist ja jetzt erst passiert. Dann gucken sie auf den Kurs, ja, warum ist nichts passiert? Nämlich als da diese News rauskam, da ist sogar XRP mal um 5% gestiegen, ne? Taucher, wenn ich nach einem Jahr swappe, muss ich da Steuern zahlen? Wenn du nach 365 Tagen, also sprich am 366. Tag swappst, nein, musst du nicht bezahlen. Weil es ist ja steuerfrei. So sagt das eigentlich ein Steuerberater. XRP Rocket, du hast recht. Wenn HBAR auf 1000 geht, hat man die A-Karte. Aber wie sieht es aus, wenn man zum Beispiel Altcoins, die schon über ein Jahr alt sind, auf Coinbase packt und die für Zahlungen benutzt, dann müssen diese doch so behandelt werden, wie wenn man es normal verkauft, nach der Haltefrist. Theoretisch ja. Ich weiß nicht, ob das da eine Sonderregelung gibt wegen der Karte, ne? Dass man da dann, aber im Endeffekt ist es ja Verkauf der Kryptowährung, dass er in Fiat-Geld umgewandelt wird und das kriegt dann ja der, wo du was kaufst. Und wenn du natürlich dann die verkaufst oder die drauf packst, die Menge, die du steuerfrei hast und das belegen kannst, sollte das ja eigentlich steuerfrei funktionieren. Dennoch, so viele potenzielle Transaktionsmöglichkeiten durch die Partnerschaften kann man es beziffern. Welche Summe transferiert werden muss, damit man $10, $50, $1000 sieht? Kannst du leider nicht beziffern, weil es kommt ja oft darauf an, ne? Wie viel Transaktionen oder wie hoch sind die Vermögenswerte, die darüber transferiert wird? Das ist so das Problem. Wir haben kein System, was das irgendwie vergleichbar ist, wo wir sagen können, okay, das wär's. Das ist oder leider das kleine Problem. Deswegen im Endeffekt das, was wir hier alles sabbeln, ne, oder was ich sabbel, ist ja nur die Theorie. Ob das wirklich so eintrifft, das müssen wir sehen. Aber es sind auf jeden Fall Milliarden. Nicht Millionen oder 100 Millionen, es sind Milliarden pro Tag Minimum, um den Kurs dann auch zu bewegen. Und das ist nicht viel in der Finanzwelt. Grizzly, moin moin, wollt ihr hier mal fragen, ob wer eine Excel oder sonstiges hat für einen Überblick mit Kauf, Verkaufswappen mit Datum hat? Für die Selbstübersicht. Ich nicht, ich bin primitiv. Grizzly, hoffe ihr wisst, was ich meine. Johannes, also ich glaube schon lange an die 30 Cent bei Rarity und habe da ja schon lange eingekauft, leider zu früh. Bei einem Kurs von 0,008 und daher immer noch mit 51% im Minus. Kaufe zurzeit nur Veracity nach. Süchti. Ja, aber selbst bei 0, also bei 30 Cent, du hast 1 Million, hast du 300.000. Ist ja auch schon ein netter Gewinn, ne? LiXRP, hallo. Ich, MC, sage euch bis Ende Jahr $10, ein XRP. Also schön, dass du meinen Namen redest. Tim, wie schnell ist damals eigentlich Bitcoin von 50 auf 1000 gestiegen? Oh, von 50 Cent auf 1000, das weiß ich nicht. Da musst du mal nachgucken. 2014 war er bei 1000. Und du kannst dir vorstellen, 2009 rausgekommen, da war er natürlich noch unter 1 Cent. Ja, sagen wir mal, er hat 5 Jahre gebraucht, ne? Aber das nur mit Pump, ne? Da war ja nichts Verwendung, ist ja immer noch im Endeffekt keine Verwendung da. Victoni, ich habe mir schon oft überlegt, den Job zu kündigen und einfach dann zu genießen, was immer ich will. Falls XRP wirklich mal 1000 oder 10.000 hat, würde ich, glaube ich, einfach die Firma kaufen. Die wirft sicher sogar noch Gewinn ab. Jedes Jahr ist eine gute Firma bis jetzt. Okay.
Wenn du das vernünftige Management und die vernünftigen Leute hast, klar, ist möglich, ne? Und möchtest du dir den Stress antun, dann anstatt eine Firma zu kaufen oder die Firma zu kaufen, lieber einfach irgendwo fest anlegen? Glaube ich besser, ne? Kein Stress, kein Ärger. Das musst du als Firmenchef musst du natürlich auch immer wieder hinwackeln, ne? Olli, ich habe schon mit meinem Chef gesprochen, MC. Der meint, er kann dich als wichtigsten Mann nicht gehen lassen. Er wird sich entschuldigen. Ja, das ist schön, dass du mit meinem Chef gesprochen hast. Nur, er kann machen, was er will. Ich werde so oder so dann gehen. Oder ich werde auch gar nicht mehr auftauchen. Von daher ist mir egal, was der will. Castelli, welche Kryptos kaufst du persönlich nach, wenn der Markt wieder etwas fallen sollte? Ja, das ist so brutal. Ne? Ich will ja eigentlich schon gar nicht mehr kaufen, sage ich ganz ehrlich. Ich finde so scheiße. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel jetzt noch ein bisschen Ethereum geholt, weil ich ja meine RC20-Token ja irgendwie von meinen Hardware-Wallets runterkriegen muss. Ne? Und das kriege ich ja nur mit Ethereum dann. Also ich kaufe auf jeden Fall weiter XRP. Ne? Weil, wie gesagt, ich glaube an hohe Kurse und da ist das jetzt noch ein Schnäppchen. Ich glaube nicht, dass er in 5 Jahren 1,50 Dollar nur schafft. Dann würde ich den nämlich nicht kaufen bei 56 Cent, ganz ehrlich. Das will, ja, das ist natürlich eine Verdoppelung, ne? Verdreifachung, sagen wir es mal so. Aber es ist lächerlich in der Kryptowelt. Nein. Ich bin schon am Überlegen, ob ich nochmal bei VeChain oder Archemy Pay auch nochmal nachlange. Ne? Weil 2 Cent ist wirklich, ist ein Schnäppchen. Und Archemy Pay ist gerade bei 1 Cent, 1 Cent noch was gelandet, ne? AC? Nee, AC nicht. Bei Veracity bin ich durch. Da bin ich zufrieden mit der Menge und sage ich ganz klar, alles gut. Archemy Pay 1,17, ne, 1 Cent 7, finde ich schon auch noch extrem schmackhaft, wenn ich bedenke, also 50 Cent gehe ich eh davon aus, ob er schafft, werden wir sehen, aber. Ist natürlich auch ein Schnäppchen, ne? Und wenn jetzt jemand sagt von wegen, oh, das ist unmöglich. Ja, nee, ist klar. Cardano hat im letzten Bullenmarkt, bevor es losging, war er auch bei einem Cent. Habe ich nicht gekauft damals. Warum? Weil ich doof war. Weil ich Cardano, den CEO, scheiße finde. Und was habe ich gemacht? Ich habe fast geweint deswegen. Sage ich ganz ehrlich. Wo war ich denn? Da war ich. Ubal, hallo MC und Community. Bei mir wird langsam Stimmung schlecht, aber Gott sei Dank gibt unser Marcello, wir halten durch die letzten 2, 3 Monate, oder? Natürlich, was denn sonst? Wir verlassen die Reise noch nicht. Das Boot ist noch nicht am Kentern, ganz im Gegenteil. Wir stocken noch auf. Keine Panik, keine Panik. Also, wie gesagt, wenn du die Schnauze voll hast von XRP, lass sie einfach liegen, beachte es gar nicht. Beachte es einfach nicht. Scheiß auf die Kurse, ganz ehrlich. Guck mich an. Oder? Ich schwitze nicht, weil die Kurse so tief sind, sondern ich sehe vielleicht nicht gerade als frisch aus, weil es hier schweinewarm ist. Max Rosenberg, schade, ich freute mich schon dieses Jahr auf Teneriffa. Ja, kann man leider nichts machen, wenn die Entwicklung wieder hinterherhängt. Ne? Und was soll ich sagen? Ne? Ripple ist, ja. Und ich sag ganz ehrlich, Ripple ist der Hauptakteur, warum die Entwicklung so stoppt. Wieso, weshalb, warum, keine Ahnung. Ne? Ob da welche dahinter stecken, die sagen von wegen, hey, nie, 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 so schnell nicht. Oder ob da irgendwie was noch fehlt auf der Welt, dass sie sagen, ja, wir müssen ein bisschen auf die Bremse drücken. Ich kann es dir nicht sagen. Ne? Dass es kommen wird, ist klar. Das sollte jedem klar sein. Wann ist natürlich die Frage. Weltglück wird sich jetzt natürlich freuen. Ne? Ist auch okay. Aber 26 ist immer noch für mich ein Datum, wo ich sage, nee. Das ist wirklich das schlechteste Szenario oder schlimmste Szenario, was ich mir vorstellen kann, dass wirklich Q1, Q2, 26 erst ist durchstartet. Mr. Crypto, noch 20 Minuten. Oh, du Schande, was machen wir denn noch 20 Minuten? Big Tony. Ach Leute, es ist nicht schön gemeinsam. Ach Leute, ist es nicht schön gemeinsam hier den Stream zu schauen? Jetzt wird es um 20:30 Uhr wieder dunkel. Johannes, ich bin immer pleite, behalte nur das Geld, das ich brauche und der Rest geht in Kryptos. Ziel ist es auch, ohne Krypto, ohne XRP, XLM und XCC eine gewisse finanzielle Freiheit zu erlangen. Sobald der Bullenmarkt sichtbar startet, ist Schluss mit Einkaufen. Das werde ich dann erst wieder im Bärenmarkt machen. So sehe ich das eigentlich auch. Nur bei mir ist natürlich das Problem,
Nicht wie bei dir, weil du bist ein böser Schweizer, ne? Ja, böse Steuern. Nur bei mir sehe ich eben halt das Problem mit den Steuern, ne? Mit der Haltefrist, die göttliche, die wir ja noch haben. Und da tendiere ich langsam auch immer mehr, auch wenn die Kurse ja wirklich so schmackhaft sind im Moment, das ist brutal, weiter mehr XRP zu kaufen. Obwohl Alchemy Pay, weiß ich auch nicht, ne? Ob ich da nochmal richtig reinhaue. Big Toni, naja, musste Kleidung kaufen für Hochzeit meiner Schwester am Freitag, sonst hätte ich auch noch XRP gekauft. Naja, gut, da kannst du ja auch nicht so abgeranzt rumlaufen wie ich dann, ne? Also dann, du als Bruder musst natürlich da piekfein rumlaufen, das ist ja wohl klar. Schenkst du deiner Schwester denn einen Hardware-Wallet mit 1000 XRP, sage ich mal? Olli, streng genommen bin ich auch schon pleite und ich glaube, ich muss jetzt erst Pause machen, damit ich noch 2 Jahre halten kann. Hoffentlich passiert was Gutes. 2 Jahre, da kann alles passieren, ne? Hey, Glück MC, du wirst es erleben. 2026, nicht früher, Freunde. Abwarten. Max Rosenberg, wenn Japan sagt, die starten 25, meinen Sie 1.1.25 oder Ende 25? Ja, also ich tendiere eher dazu, dass sie das natürlich, Kitao damit meinte, auch mit der ISO-Integration, also eher Ende 25, ne? Leider nicht am 1.1.25. Lucky wird schwer für gewisse Länder. Ja, da gebe ich dir recht, natürlich. Aber sie haben noch Zeit, es zu schaffen, ne? Big Tony, ach nee, lass doch. 25 Q3, XRP, guter Preis. Gerne auch vierstellig. Dann wäre die Arbeit endlich zu Ende. Ja. Ich kann gut nachvollziehen, was du meinst. Kofox und MC, wann haben wir es geschafft? Wann haben wir die Ge Gelegenheit zu chillen? Wie gesagt, spätestens 26. Müssen wir sehen. Kommt jetzt darauf an, wie sie es hinkriegen. Ne? Wenn sie jetzt natürlich sagen, Smart Contract kommt dieses Jahr noch drauf und DID oder DIT auch mit KYC-Verfahren, dann sieht es gut aus. Sonst, ja, schauen wir mal, ne? Mr. Crypto, vielleicht sollten wir jetzt eigentlich immer Weltglück nach Prognosen fragen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Big Tony, nee, gibt keine Kryptos. Wüsste sie gar nicht zu schätzen. Hab ihr schon so oft gesagt, sie soll sich welche kaufen. Aber nee, die Dame weiß wieder alles besser. Also auch mit den Konsequenzen. Naja gut, du hast es versucht. Man soll sie später wenigstens nicht sagen, ach Brüderle, warum hast du mir nichts gesagt? Verdammt nochmal, ne? Dann hat sie eben Pech. Aber vielleicht ist sein Schwager ja so ein bisschen clever und kauft sich vielleicht welche. Oder Schwägerin, ich weiß ja nicht, was deine Schwester heiratet, ne? Olli, sieh der Wahrheit ins Gesicht. Es gibt keinen Bullenmarkt. Ich werde als einer von 10 Zuhörern Ende 2030 noch zuhören, wenn XRP immer noch 30 Cent kostet. Durchhalteparolen 45, Berlin ist das hier. Nein, es tut mir leid. Also 2030 bin ich bei XRP raus. Ob der jetzt Verwendung hat oder nicht, weil da bin ich wirklich raus. Da habe ich nur noch eine kleine Summe XRP und die lasse ich einfach liegen. Das ist mir dann scheißegal. Ne? Die werde ich wahrscheinlich mit ins Grab nehmen. Max Rosenberg, wenn der Bullrun endet, startet XRP. Also warten wir auf unsere RC20 Coins. Kann man auch so sehen, ja. Und auch VeChain. VeChain ist ja kein RC20. Aber die habe ich eigentlich eher zur Absicherung, falls XRP richtig schmackhaft selbst im Bullenmarkt wird, dass ich die nicht verkaufe, sondern dafür die anderen. Mr. Crypto, eine Frage an Weltglück. Kurs 1.1.2026. Ist er überhaupt noch da? Ja, er ist noch da. Ja, Weltglück, ich habe ein bisschen gucken können, ne? Langsam verstehe ich das. Big Tony, oh Gott, nee, ich glaube nicht, dass der Schwager da irgendwie anders ist als meine Schwester. Wir sind eine sehr dickköpfige Familie. Ja. Ja, was soll man dann sagen? Dann haben sie Pech. Verbindung zum Chat, was soll das denn? Ah, nee, alles gut.
Olli, ich sehe mich schon in der Klapse 589 an die Wand kritzeln. Da hast du wenigstens genug zu tun, ne? Aber Big Tony, eine Frage. Wie alt ist denn der Schwager? Das kannst du ja, glaube ich, sagen. Ich will ja nicht den Namen wissen, Nationalität oder so, aber das Alter würde mich interessieren. Das wäre schon interessant. Olli, also ernsthaft, XRP halten, alles andere weg im Bullenmarkt. Korrekt. So deine Strategie, XRP bei 100 weg. Dann wird Teneriffa erst in 10 Jahren was. Nein, tut mir leid. Im Bullenmarkt werde ich natürlich nicht alles verkaufen. XCC zum Beispiel werde ich natürlich auch behalten und Luna Classic auch. Weil Luna Classic ist ja ein Scam. Habe ich ja vorhin wieder gezeigt und Mr. Crypto hat mir ja schon auf die Finger gehauen, dass wir schon gestern gesehen haben. Big Tony, so sieht es aus. Und je nachdem, welcher Kurs wir eines Tages sehen, wird meine Schwester sicherlich nicht leer ausgehen. Ich 30, meine Schwester 27 und Schwager auch, glaub, 28. Das fängt schon gut an. Du glaubst 28. Okay. Dann wundert es mich eigentlich, dass er noch nicht so Kryptowelt vielleicht Interesse hat. Obwohl die Frauen sind mittlerweile in Deutschland weiter als die Männer. Ne? Es gibt viele, viele Frauen, die in der Kryptowelt investiert haben. Johannes, wenn ich gewisse Leute anlachen, wenn ich in meinem alten quietschenden Opel daherkomme, dann kann ich die auch verstehen, da ich denen schon 2022 gesagt habe, es müsste aber schnell gehen, wenn sie investieren möchten, da XRP täglich losgehen könnte. Bis jetzt haben die anderen recht, aber eines Tages komme ich in meinem neuen Auto und dann lache ich und sehe gern ihr lange Gesichter grinsen. Ja, am besten noch so auf die Türen XRP-Logo und vorne auf die Motorhaube auch, ne? Dann müssen sie gleich von wegen, ach scheiße, der Typ hat wirklich Geld gemacht mit XRP. Startrampe, ich halte XRP, XLM und XCC nach dem Bullrun. Jeweils vielleicht bei guten Preisen das Initialinvest raus und auf die Verwendung warten. Mr. Crypto, MC, deine Kursprognose 1.1.26, XCC. Kann ich dir nicht sagen. Ich bin immer noch ratlos, was XCC bringen wird. Ne? Einige sagen $50, andere sagen $150. Ich weiß es nicht. Ne? XCC ist für mich wirklich so ein Phänomen, da kommen mir keine Kurse in den Kopf bei dem Coin. Tim, wann kommt mal wieder ein Verhör mit dir oder Interview? Im Oktober. Ich habe vorher leider keine Zeit. Erst im Oktober wieder. Victoni, nee, da wird lieber an Immobilien investiert. Das wiederum halte ich momentan für Unsinn. Ja, alleine wegen der Rezession ist das schon, ne, ist das schon eigentlich ein bisschen dumm, außer du willst da selber drin wohnen, weil wenn die Rezession tatsächlich kommen soll und die wird kommen, da bin ich so sicher von. Wenn Immobilienpreise natürlich wegknacken ohne Ende. Also wer jetzt Immobilien kauft, ich weiß nicht, ob das clever ist, weil wenn die Rezession kommt und dann kann es passieren, dass du 20% oder 50% von Immobilienpreis auch noch verlierst. Außer du willst natürlich drin wohnen, dann okay, aber jetzt kaufen oder noch lieber, ich sag mal, ein Jahr warten, ein bisschen ansparen und dann vielleicht kaufen, weil die Preise werden so bald runtergehen. Weltglück, nicht genau, hängt von der Wirtschaft ab. Aber sicher, Preis 55 Cent, nein, 27 Euro, fix. Okay. Mr. Crypto, was sagen deine XDC-Maxis, den du als Freund hast? Die gehen von $150 aus, bei Verwendung. Tim, Fakten sind auf jeden Fall, dass du ein sehr disziplinierter Mensch bist und dein Durchhaltevermögen auf Level 10.000 ist, hundertprozentig. Aber das habe ich auch erst lernen müssen. Ne? Das ist nicht von heute auf morgen. Deswegen, ihr müsst den Bullenmarkt mal mitmachen. Ihr werdet sehen, was ich meine. Der Bullenmarkt ist das Schlimmste. Es ist das Geilste, aber es ist das Schlimmste. Johannes, Weihnachten, XRP, $100, lach, 10, Husten, 2, weinen bitte, danke. Big Tony, genauso sehe ich das auch. Hoffe eigentlich mit Kryptos Geld zu machen. Etwas und davon schon die 3/4 Immobilie bezahlen. Und der Rest macht ja spätestens 26 XRP mir ja bringen. Ja, es ist auch ein Plan, ne? Du machst das in Immobilien, ich packe das lieber in Projekte, wo ich sage, okay, ich krieg jeden Monat passives Einkommen. Bei Immobilie weiß ich nicht, ob das was für mich ist, ne, ganz ehrlich. Und vermieten sowieso nicht. Wenn ich sehe, was da für Idioten da rumkeuchen und fleuchen, wo ich bin ja ein Mensch, der wirklich einen langen Geduldsfaden hat, ne. Aber wenn ich sehe, dass man mein Eigentum da verschludert, dann mit so einem Messi reinkommt,
Ich glaube nicht, dass ich ruhig bleiben kann und reden tue ich dann nicht viel. Deswegen, es wäre nicht gut für mich, eine Immobilie besitzen, wo ich nicht selber drin wohne. Wann ist Weihnachten 24, habe ich gemeint. Du wirst dich noch freuen, Weihnachten 24, keine Panik. Hans-Josef, bei Immobilien sind auch viele Kosten. Ja, das ist natürlich auch noch so ein Ding, ne? Wenn, dann würde ich mir vielleicht so ein Familienhaus kaufen, das in Zimmer umwandeln und dann vielleicht an gewisse Personen vermieten. Jetzt denken alle natürlich wieder an weibliche Personen, ne? Nein, nicht an weibliche Personen. Gibt auch noch andere Personen, die eine Einzimmerwohnung brauchen. Und es sind nicht weibliche Personen, obwohl könnten auch dabei sein, aber es sind, glaube ich, mehr Männer nur. Nein, es hat nichts mit komischen Rambazamba zu tun, ne? Kein Schnickschnack. So, meine Lieben, kommen wir nochmal auf die Kurse. Ach, ist das nicht herrlich, du. Da sabbelt der Idiot vor euch was vom Bullenmarkt und es sieht scheiße aus, ne? Da sabbelt der von XRP, von Kursen, von Jenseits, von Gut und Böse und es sieht immer noch geil aus, ne? Zum Kaufen. Eigentlich müsste man mich ja einweisen, ne? Ich bin ja eigentlich ein Verrückter und das nehme ich ja auch noch auf hier und das kann man ja eigentlich als Beweismittel nehmen. Hans-Josef, was ist das Erste, was du nach dem Bullrun kaufen oder investieren würdest? Einen neuen Rechner? Weil ich habe gemerkt, mein Hauptrechner ist 8 Jahre alt. Mir gar nicht so aufgefallen. Und ich würde mir ein E-Bike zulegen. Das war's. Investieren? Investieren würde ich zuerst in Mintos 20.000 Euro. Und bei Aktien, Dividenden und ETFs, ja, das ist auch wieder so eine Sache. Wenn die Rezession kommt, habe ich die Arschkarte. Nicht, weil die Dividenden wegknacken, aber ich würde natürlich bei einer Rezession mehr Kohle natürlich oder mehr Aktien und Co. kriegen fürs gleiche Geld, ne? Weil die natürlich auch runtergehen. Das ist so, ich bin ja nämlich in so einer richtigen schönen Zwickmühle mit der ganzen Scheiße, ne? Big Toni, ich bin ein guter Hausmeister. Außerdem will ich halt in der Rezession entweder ein schönes Haus bauen oder zu vermieten. Wenn XRP die Preise von über 1000 Euro bekommen sollte, dürften wir doch alle für ein schönes Geld genug Geld haben. Wenn du bis da noch genug XRP hast, ja. Mr. Crypto, wird SBI dann auch 25 mit XDC starten im Großen? Gehe da ganz stark von aus. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass SBI tatsächlich voll durchstarten wird mit XRP, XLM und XCC. Victoni, MC, dass du verrückt bist, bezweifle ich. Keine Sekunde. Ach Gott sei Dank, kriege ich das schriftlich von dir mit Unterschrift. Das kannst du mir auch per E-Mail schicken dann. Das brauche ich für einen Richter, ne? Falls ich irgendwie vor Gericht stehe, dann habe ich wenigstens hier, ne? Gutachten hier. Ich bin nicht ganz dicht. Aber die verrücktesten sind in dieser Welt noch die vertrauenswürdigsten und zuverlässigsten. Ach du Scheiße. 72 ist einfach gut. Ein herzliches Hallo an unseren Maestro und alle anderen. Konnte erst jetzt dazu kommen. Schau es dann später noch von Anfang an. Vielen, vielen Dank natürlich, ne? Ja, aber was soll ich sagen, ne? Johannes, wir müssen den Keller, die Fassade, die Fensterläden und Türen und das Dach sanieren. Hoffe, einiges mit dem Bullenmarktgeld zu erledigen. Dach kostet schon 80 bis 100.000 Dollar. Das sollte machbar sein, hoffentlich. Dachkosten. Wenn ich dein Portfolio wissen würde, würde ich sagen, ja, könnte sein, ne? Aber pff, schauen wir mal, ne? So viel ist zu machen an dem Haus. Was macht ihr denn damit? Ihr müsst das auch kontinuierlich natürlich, ich sag mal, warten, ne? Mann, 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 das sieht ja so, es sieht noch besser aus als bei mir, wo ich wohne, ne? Aber es ist ja auch nicht mein Eigentum. Aber gut. Ja, aber wie gesagt, also so Eigentum weiß ich nicht, ob ich mir das zulegen werde, ne? Fühle mich eigentlich als Mieter immer recht wohl, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar ist das Risiko hoch, dass du von heute auf morgen, ja, wird gekündigt. Aber gut, damit lebe ich. Sanremo, es ist so schön, hab fast nichts mehr zu tun mit Kryptos. Nur noch warten, bis es endlich losgeht. Da habe ich mal eine Frage. Was machst du jetzt mit deiner ganzen Zeit?
Hans Josef, meinst du, es wird bei XRP so schwer sein mit Halten? Ich meine, wenn die richtig verwenden startet, weiß man ja, dass es sehr hohe Kurse stattfinden werden. Ja, es wird brutal zum Halten. Es wird einfach nur brutal. Es ist egal, welche Kryptos du hast, es wird brutal. Deswegen, der Bullenmarkt ist das Geilste, was es gibt, aber ist auch das Brutalste, was es gibt. Du wirst immer an dir zweifeln. Soll ich jetzt verkaufen? Soll ich vielleicht warten? Und das wird bei Verwendung mit XRP genauso sein. Johannes, das Haus wartet seit 1986, bis jetzt die Fenster neu gemacht. Der Rest ist nun dran. Ah, okay. Victoni, du sagtest ja keinen Preis, wenn du mir verrätst, bis wann du $1000 mit XRP schätzt. Äh, 2026 erwarte ich so einen Kurs. Hast du recht. Ich habe nicht verraten. Du hast ja nur gefragt, welches Jahr. 2026. Aus dem einfachen Grund globale Anwendung und da muss der Kurs so hoch sein. So, meine Lieben, 21.20 Uhr. Ja, ich war ein bisschen schneller. Morgen um 20.20 Uhr bin ich hier wieder auf Twitch für euch natürlich da und ich freue mich schon riesig. Ich bedanke mich natürlich bei 76 Zuschauern, dass ihr das echt noch durchgehalten habt. Ich hoffe, ihr seid noch nicht matschig im Kopf bei dem Scheiß, den ich laber. Victoni, ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaf gut, 21.20 Uhr. Mr. Crypto, 21.20 Uhr. Dann Remo, oh, da gibt es vieles. In ein paar Tagen kommt wieder Besuch und Thomas... Holiday Diver kommt auch, dann geht's nicht mehr lange und Marcel Qualmes kommt schon zum dritten Mal. Ey, geile Sache. Victoni, System getrippt. Und damit sage ich, was spreche gegen $1000 pro Coin XRP? Nix, bei Verwendung muss er sogar so sein. Und damit sage ich, auf Wiedersehen.